Das ist einfach wirklich ein Hingucker geworden. Da dachte sich VW, ah, wir machen das einfach gleich nochmal wie beim Polo WRC. Anmutung, Materialqualität ist der Polo weit vorne. Macht echt Spaß, auch wenn es keine Klappenabgasanlage ist. Ist das wirklich super. Der Preis ist natürlich wieder der Wermutstropfen. Er ist mit Abstand der teuerste. Ist er denn besser als der Hyundai i20N oder Ford Fiesta ST? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Emotion Auto TV. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Ja. Ein letztes Mal brechen wir nochmal auf mit unserem King's Red VW Polo GTI. Heute zum Fahrbericht, zum Review. Da müssen wir uns natürlich nochmal alles anschauen. Ist er denn besser als der Hyundai i20N? Oder als der Ford Fiesta ST? Oder kann er sich gegen beide nicht durchsetzen, obwohl er den größten Motor hat? Deswegen schauen wir heute auf jeden Fall nochmal detailliert unter die Haube. Wir schauen uns den Innenraum an, den Kofferraum und was er sonst noch alles an Serienausstattung bzw. als Sonderausstattung so mit sich bringt. Viel Spaß! Ja, ihr habt das Auto gesehen. Wunderschöne Farbe, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mir beim Clubsport ja auch schon sehr, sehr gefallen. Und ja, kostet natürlich einen zarten Taler Aufpreis. Gute 1000 Euro muss man da dafür rechnen. Und wenn man jetzt noch die Kontrastfarbe Schwarz auf dem Dach haben will, dann sind das nochmal 200 Euro. Hätte man auch günstiger anbieten können, aber wie gesagt, hätte. Wir haben Platz genommen. Ja, man sitzt hier sehr, sehr gut. Habt ihr wahrscheinlich auch schon im POV gesehen, wie man hier so die ganzen haptischen Eindrücke sammeln kann, beziehungsweise wie sich das alles anfühlt und so. Den Innenraumcheck machen wir natürlich noch ein bisschen später im Video, aber ansonsten kann ich euch das POV, wer es noch nicht gesehen habt, gerne mal oben verlinken. Ja, und damit würde ich auch sagen, haben wir genug gequatscht. Ihr wollt wissen, wie das Ding klingt, deswegen starten wir das. Ja, klingt relativ unspektakulär jetzt im Innenraum. Gut, okay, wer den Soundcheck gesehen hat, wir haben keine Klappenabgasanlage, aber wir haben einen wundervollen Motor und ich würde sagen, den lassen wir jetzt auch mal erklingen und legen hier los. Ich wechsle hier jetzt noch einmal ganz kurz die eine Ansicht, dann haben wir hier so ein bisschen den Leistungsmonitor, da sehen wir zum Beispiel in der Mitte die Laderdrehzahl, die Öltemperatur bzw. ja, die G-Kräfte, wenn man denn darauf aus ist, die zu erreichen. So, Wetter ist natürlich schlecht. Eine Sache, die klären wir noch, beziehungsweise die möchte ich euch nicht vorenthalten. Und zwar, das ist eine Feinheit, die VW immer noch betreibt. Denn wenn ich jetzt hier, ihr seht es hier auf dem mittleren Display, in den Rückwärtsgang schalte, dann haben wir ein wunderbar sauberes Bild. Und das kommt natürlich nur zustande, wenn die Kamera bei dem Wetter halt auch geschützt ist. Und das ist sie halt auch hinter dem Emblem. Und das macht VW so richtig. Wie gesagt, da können sich andere bitte, bitte eine Scheibe von abschneiden. Aber jetzt gut genug zum Rückwärtsgang. Wir fahren jetzt mal mit dem Vorwärtsgang mal ein bisschen los.
fährt sich erstmal relativ solide, relativ ruhig. Und der Lenkradius, der ist ein bisschen größer, gerade so, wenn man im Kreisverkehr unterwegs ist. Also man ist wirklich relativ viel am Rudern. Das ist man von den anderen beiden i20N oder auch Fiesta ST absolut gar nicht gewöhnt. Dafür ist die Lenkung hier von dem Fahrzeug definitiv am komfortabelsten. Kann man sie aber im i20N auch einstellen. Also der bietet auf jeden Fall die größte Einstellmöglichkeit, was Lenkung, Gaspedalkennlinie, Sound und alles andere betrifft. Da müssen wir halt hier nehmen, was wir hier bekommen. Was wir hier bekommen, ist aber auf jeden Fall der größte Motor. Und ich schalte mal hier das ESP so ein bisschen in eingeschränkt, hier in den Sportmodus und bin schon im manuellen Modus, was den Wahlhebel betrifft, beziehungsweise das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Und fahren wir einfach mal ein bisschen Forscher los, würde ich sagen. Ja, und ihr seht, man kommt auf seine 100 km/h, auch wenn die Räder ein bisschen durchdrehen. Klar sind auch die Winterräder, habt ihr schon im POV gesehen. Es ist halt schon kalt draußen. Selbst Serie wird das Auto auf 17 Zoll ausgeliefert. Ich hätte eigentlich gedacht, da wären auch 18 Zoll drauf, aber die gibt es halt nur optional. So, aber wir haben das Triebwerk jetzt gehört, 2 Liter EA888 und das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Ja, liebe Leute, und natürlich müssen wir uns auch jetzt mal das Herzstück des Polo GTI angucken im Vergleich zu den beiden anderen. Der i20N mit seinem 1,6 Liter Vierzylinder-Turbomotor, der Ford Fiesta ST mit seinem 1,5 Liter Dreizylinder-Turbomotor. Da dachte sich VW, ah, wir machen das einfach gleich nochmal wie beim Polo WRC. Damals schon kam der 2 Liter Turbomotor aus dem Golf GTI in den Polo. Und auch das hat man hier wiederholt. Haben wir hier den gleichen Motor, den EA888 Generation 4, der auch in den Golf vorkommt, mit ein wenig abgespeckter Leistung im Einsatz. Hier entwickelt das Aggregat 207 PS und 320 Newtonmeter gepaart mit dem wunderbaren DQ381 mit dem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, ebenfalls erst seit dem Facelift hier im Polo zu haben. Ja, was willst du da sonst noch sagen? Das fährt souverän, du kannst schnell auf der Autobahn fahren. Der Verbrauch ist wirklich sehr, sehr niedrig für einen 2-Liter-Motor. Das fährt echt wahnsinnig gut, würde ich sagen. Und wie gut das fährt im Vergleich vor allen Dingen zu den anderen dreien, schauen wir uns jetzt mal in der Zeitenjagd an. Bisschen Kurvenräubern ist mit dem Auto definitiv möglich. Ich weiß nicht, ob das die 565 Euro für das verstellbare DCC-Fahrwerk rechtfertigt, aber auf jeden Fall merkt man im Vergleich zum Golf meiner Meinung nach den Gewichtsvorteil. Gemessen so um die 1300 Kilo wiegt das Fahrzeug bloß, muss man ja sagen. i20N bzw. Fiesta ST sind da noch mal gute 100 Kilo leichter. Aber ihr habt ja auch gehört, wir haben hier ausschließlich bzw. das Alleinstellungsmerkmal des Polo ist halt der 2-Liter-Motor mit dem Doppelkupplungsgetriebe. Und das bequemen wir jetzt auch noch mal ein paar Gänge niedriger. Was er auch definitiv anders macht. Die anderen packen untenrum auch an, keine Frage. Aber er gibt dir einen Druck, gerade wenn du die Traktionskontrolle nur auf Sport hast, damit er nicht regelt, dann gibt er dir schon einen Druck untenrum frei,
Das fühlt sich definitiv nochmal anders an, kann ich nicht anders sagen. Gerade wenn er dann wieder auf Zug ist, beziehungsweise der nächste Gang dann drin ist. Das ist eine sehr, sehr gute Paarung. Klar, wenn man jetzt Purist ist, möchte man einen Handschalter fahren. Das kann man hier leider nicht. Man kann es leider nicht konfigurieren, genauso wie man auch keinen Zweitürer konfigurieren kann, was bei der Größe meiner Meinung nach auf jeden Fall Pflicht gewesen wäre. Zweitürer ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Wir schauen uns mal den Innenraum an und den Kofferraum. Ja, Platz genommen im Polo GTI und die erste Frage natürlich, wie sitzt man denn in dem Ding? Sehr, sehr gut, kann ich dazu nur sagen. Wir haben zwar Stoffsitze mit nicht wirklich integrierter Kopfstütze, aber ihr seht schon, man hat sich Mühe gegeben, dass das so ein bisschen so aussieht wie der Sitz, der auch im Golf GTI Clubsport bzw. im Golf R zum Einsatz kommt, aussieht. Mir gefällt das sehr, sehr gut, dass er auf jeden Fall das originale Muster hat. Das gefällt mir immer am besten, ehrlich gesagt, in dem GTI. Aber im Vergleich zum i20N oder zum Fiesta ST. Der Fiesta ST, gerade das Facelift, kommt da wirklich mit einem reinrassigen Sportsitz. Also eine richtige Schale mit richtig Polsterung an den Lenden bzw. oben an den Schultern. Da hat man richtig Grip drin und es ist auch eventuell auf längeren Strecken, gerade was der alte Ford Fiesta ST, mein Fahrzeug, was den betrifft, mit dem Recaro-Sitz, der ist ja doch relativ eng und relativ hart, ist es auf längeren Strecken vielleicht ein bisschen unbequemer. Der hier ist definitiv auch langstreckentauglich und vor allen Dingen hat er trotzdem auch vernünftig gepolsterte Sitzwangen. Also wir rutschen hier auch nicht aus dem Sitz raus. Hier unten ist vielleicht ein bisschen weicher, damit man beim Rüberrutschen nicht immer den Sitz so runterbeult bzw. kaputt macht. Aber hier oben bzw. hier im Lendenwirbelbereich ist das Ganze sehr, sehr gut. i20N ist für mich irgendwie so der Kompromiss zwischen dem sportlichsten Sitz im Fiesta und dem Velour-Hocker, muss man so sagen, weil es einfach der entspannteste, komfortabelste Sitz von diesen dreien ist im Polo GTI. Ja, aber so ein Polo hat ja noch so ein paar andere Raffinessen, wie zum Beispiel das Lenkrad mit dem allseits beliebten Touch. Ich mag es nicht, ich habe schon oft genug gesagt, bitte baut da wieder Knöpfe hin und dann ist der Fall erledigt. Ansonsten haben wir Tempomat, natürlich alles hier drauf, die Bedienung auf der linken Seite für laut, leise bzw. Abstandsradar und auf der rechten Seite können wir das Menü einstellen bzw. noch so ein paar andere Sachen. Was ich wieder sehr, sehr gut finde, ist der DSG-Wahlhebel. Es ist nämlich ein richtiger Hebel und nicht irgendwie nur so ein kleiner Pinorek, den man nach vor und zurück wippen kann. Beziehungsweise in den Manuellmodus, den man denn vergeblich sucht. Hier ist es so wie bei VW üblich. Früher einfach nach rechts drücken und man befindet sich mechanisch in der manuellen Gasse und da wird auch nicht wieder rausgegangen, außer ihr macht das halt selber. Er hält die Gänge natürlich auch wieder nicht, es ist halt ein VW, aber damit haben wir uns ja mittlerweile angefreundet. Ansonsten, Anmutung. Design jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber Anmutung, Materialqualität ist der Polo weit vorne. Muss man ganz ehrlich sagen, auch wenn das hier auf jeden Fall hätte besser sein können. Das ist hier nämlich wirklich nur Hartplastik. Aber gerade was hier den Türgriff betrifft, beziehungsweise den Öffner, das Armaturenbrett, wie das hier gemacht ist mit dem Navi, dass das so in einem Guss da drin ist, mit dem Softtouch hier, allgemein so die Hebel, die Schalter, die Haptik, die stimmt einfach in dem Auto. Und das war VW seinen Kunden oder beziehungsweise seinem Ruf auch schuldig gegenüber den anderen beiden, dass das halt auch einfach so ist. Was auch einfach so ist, zum Positiven hin, wie der DSG-Wahlhebel, sind auch die Bedienelemente für die Klimaanlage ebenfalls in Touch, aber dafür extra, ohne dass ich im Infotainment rumblättern muss, rumwälzen muss, während der Fahrt hier irgendwie abrutsche, dies, das. Ich habe alles hier unten und kann hier unten alles regeln. So muss das sein. Der Tacho, ein bisschen abgespeckter zum Golf, aber auch nicht viel, kann hier so ein paar Anzeigen in der Mitte des Navigationsdisplays, so ein paar Sachen einstellen. Und ansonsten haben wir da auch alles, was man so braucht. Das war's von hier vorne, würde ich sagen. Schauen wir uns mal hinten um. So, Platz genommen auf der Rückbank. Nichts Spektakuläres. Meine Sitzposition kennt ihr, beziehungsweise das ist immer die gleiche. Ich bin 1,86 groß. Krieg hier meine Beine wunderbar hier hinter. Ist auch schön gepolstert. Kann ich erstmal nicht meckern. Und ansonsten hier Kopffreiheit. Ja klar, haben wir auch da. Beziehungsweise wenn das Schiebedach drin ist, kann das natürlich ein bisschen weniger werden. Weiß ich nicht. Unser Tesla hat kein Schiebedach, was ich auch sehr, sehr gut finde. Ansonsten hier ist alles da. Lautsprecher, Haptik passt hier. Elektrische Fensterheber, USB-C, zwei Stück haben wir hier unten in der Mitte ebenfalls. Ansonsten für zwei Leute, Leseleuchten, das ist alles da. Schauen wir uns mal den Kofferraum an. Ja, last but not least, der Kofferraum.
Polo GTI, na klar, es ist kein Golf. Der Golf hat ja um die 370 Liter. Im Polo sind es mit nicht umgeklappter Rückbank 305 Liter. Das ist ein bisschen wenig, vor allen Dingen ist es ein bisschen wenig, was die Höhe betrifft. Man bekommt so einen Kasten Wasser auf jeden Fall gut rein, aber viel höher stapeln sollte man denn da drinnen auf jeden Fall nicht, weil ansonsten bekommt man hier diese Abdeckung nicht mehr runter. Darunter, wenn man das Ganze jetzt noch öffnet, finden wir hier die Batterie, die ist hier im Kofferraum, beziehungsweise den mikrokleinen Soundprozessor, beziehungsweise das Soundsystem vom Beats Audiosystem. Ja, selbstverständlich können wir die Rückbank auch noch umlegen. Die Entriegelung dazu findet sich neben den beiden Kopfstützen. Schafft man das hier aus dem Kofferraum? Ja, schafft man. Und dann erweitert sich das Ganze auch auf 1079 Liter. Ähnlich wie im Audi A1 Allstreet, da war es ein bisschen mehr. Klar, das Auto ist auch ein bisschen höher, was denn wahrscheinlich die Höhe ausmacht. Ja, weiter geht's im Auto. Ja, wenn man beherzt ans Gas geht, dann kann man auch mit dem elektronischen Sperrdifferential Freude haben. Es ist kein Ersatz für ein mechanisches Sperrdifferential, wie es zum Beispiel im Fiesta ST zum Einsatz kommt. Ich liebe es sehr, sehr doll. Beim Rangieren behindert es einen natürlich ein bisschen. Da braucht man dann doch wieder einen Wendekreis wie ein LKW. Das ist natürlich mit so einem Differential wesentlich besser. Dafür gibt es einem aber auch nicht so viel Feedback bzw. erlaubt halt nicht so viel Sperrmöglichkeit oder Sperrwirkung wie ein mechanisches Sperrdifferential. Womit man auch auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden sein sollte, zumindest im Polo GTI, ist es serienmäßig, das ist Apple CarPlay. Das funktioniert wireless, selbstverständlich mittlerweile. VW hat es auch geschafft, dass das Infotainment auch vernünftig und ruckel- und leckfrei funktioniert. Meine Herren, soundmäßig ist auf jeden Fall hier auch einiges los bei dem Auto. Auch wenn es keine Klappenabgasanlage ist, ist das wirklich super. Aber nochmal zurück zum Apple CarPlay. Was ich auf jeden Fall besser beschreiben kann, beziehungsweise was auf jeden Fall besser ist als im Golf, das ist das Soundsystem. Hier bezahlt man zwar auch 500 Euro Aufpreis für ein 8-Kanal-Soundsystem mit 6 Lautsprechern, aber ich weiß nicht, durch den Bauraum beziehungsweise irgendwie klingt es in dem Auto satter, der Tiefton ist besser, die Mitten sind mehr prägnanter da und auch der Hochtonbereich funktioniert einfach wesentlich besser, als das im Golf ist. Und last but not least müssen wir uns natürlich wie immer um das Licht kümmern und da hat er einfach die Nase vorne. Im Vergleich zum i20N ist eigentlich gar kein Vergleich da, denn der hat einen Fernlichtassistent, der auf- und abblenden kann. Verglichen mit dem Fiesta ST, gerade mit dem 8.5, da gab es ja auch einen Matrix-LED-Scheinwerfer. Der konnte auch Sachen ausblenden, aber das Auto gibt es halt auch nicht mehr. Somit gibt es halt auch nicht mehr die Möglichkeit, diesen Scheinwerfer zu konfigurieren. Aber in diesem Auto muss man ihn auch gar nicht konfigurieren, denn beim GTI ist das Ding serienmäßig verbaut. Und nicht nur das, wir bekommen hinten die Wischblinkfunktion, eine relativ cool designte Rückleuchte. Und vorne ist auch allerhand los. Nicht nur, dass wir wie bei GTI und Co. diese in der Mitte auf das Emblem jeweils zulaufende LED-Linie, Leiste haben. Nein, wir haben auch noch unten aller Nebelscheinwerfer Positionslichter, die auch noch in Wabenstruktur aufgebaut sind, beziehungsweise in Wabenoptik. Also da hat man sich auf jeden Fall sehr, sehr viel Mühe gegeben. Mir gefällt die Front auch sehr, sehr gut bei dem Auto. Das ist einfach wirklich ein Hingucker geworden. Kann man nicht anders beschreiben. Ja, und damit sind wir zurück vom Review, vom Fahrbericht zum VW Polo GTI. Wenn man mich fragt, persönlich, ich habe mich ja für den Ford Fiesta ST entschieden, weil er der meiner Meinung nach sportlichste ist, der spaßigste und mit seinem Dreizylinderklang der herausstechendste, was den Klang betrifft. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das 2-Liter-Aggregat hier drin überzeugt mich sehr. Auch die Haptik, beziehungsweise wie das alles so gemacht ist mit den extra Knöpfen für die Klimabedienung und sowas alles, was ja der Golf nicht hat, holt mich hier auch mehr ab.
Der Preis ist natürlich wieder der Wermutstropfen. Er ist mit Abstand der teuerste, zumindest so wie er hier konfiguriert ist, von unserem Trio. Mit gut 40.000 Euro liegt er weit über dem Ford Fiesta ST und noch weiter über dem Hyundai i20N. Wie gesagt, ihr müsst euch entscheiden. Schreibt mir mal bitte unten in die Kommentare, für welches der drei Autos ihr euch entscheiden würdet oder entschieden habt und vor allen Dingen warum. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Ansonsten, wenn euch das Review gefallen hat, dann lasst dem Video gerne ein Däumchen da, Kanal abonnieren und dann sehen wir uns auch das nächste Mal wieder bei eMotion Auto TV. Bis dann, macht's gut, ciao.